Hallo und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video hier aus Schottland. Schottland kommt bei euch noch, wir sind schon da. Die Vlogs werden demnächst kommen und ich dachte, heute machen wir mal ein bisschen was anderes. Und zwar hat mich die SBK, also die Siemens Betriebskrankenkasse, gefragt, ob ich nicht mal ein Video machen könnte. Die haben eine sehr ausführliche Auslandsberatung und da habe ich gedacht, so jo, machen wir. Weil es ein wichtiges Thema ist. Viele von euch wissen, dass ich nicht immer sehr viel Glück gehabt habe im Leben auf Reisen. Ich habe viele Unfälle gehabt. Ich war schon oft im Krankenhaus. Ich bin schon echt ein paar Mal draufgegangen. Deswegen war es immer wichtig, dass ich eine gute Krankenversicherung hatte, die sich um alles im Nachhinein gekümmert hat. Und es gibt drei Fragen, die wir heute beantworten. Einmal, wie sieht die optimale Reisevorbereitung aus, insbesondere für eine Weltreise zum Beispiel. Die zweite Frage ist natürlich, in welcher Situation war ich wirklich froh drum, eine Auslandskrankenversicherung zu haben. Da fällt euch wahrscheinlich sofort ein, welcher Moment das war. Und die dritte Frage ist natürlich, worauf muss man insbesondere als Abenteurer auf Reisen so achten. Und ja, diese drei Fragen beantworten wir. Ich habe genau 3 Minuten und die gehen jetzt los. Frage Nummer 1. Also, worauf muss man achten, wenn man eine Weltreise planen sollte? Das Allerwichtigste, für mich zumindest, ist, dass ich halt meine Highlights, die ich mir so vorstelle auf meiner Reise, mal anschaue. Und wann sind die überhaupt? Es ist immer zu einer anderen Jahreszeit. Zum Beispiel, wenn ihr, so wie wir jetzt gerade, mit Orcas kajaken wollt in Kanada, dann müsste das so zwischen Juni, Juli, August, Anfang September machen. Also entsprechend müsst ihr eure Reiseroute so planen, dass ihr da zu diesem Zeitpunkt hin könnt. So, das nächste Ding ist natürlich, plant genug Geld für eure Weltreise ein. Es macht überhaupt keinen Spaß, wenn ihr irgendwie jeden Tag irgendwie den Cent umdrehen müsst, weil ihr nicht wisst, ob ihr euch das leisten könnt oder nicht. Besonders wenn ihr mit anderen Leuten unterwegs seid, die vielleicht gerade irgendwo hin wollen und ihr müsst sagen, es geht nicht, ich kann nicht. Also fangt zu Hause an, Geld zu sparen und spart euch am besten diesen Cappuccino jeden Tag to go, den ihr unterwegs irgendwie trinkt. Da spart ihr euch mindestens 2 Euro am Tag, wenn ihr irgendwie auf Filterkaffee zu Hause wechselt, und 2 Euro am Tag sind 60 Euro im Monat, das sind 720 Euro im Jahr. Und wenn ihr irgendwie wisst, dass ihr in 3 Jahren auf Weltreise gehen wollt, dann hey, da habt ihr mindestens nur durch Kaffeekonsum schon mal irgendwie die Flüge drin, ne? Also es ist gar nicht mal so schwer, Geld zu sparen. Man muss nur wissen, wo und seine Prioritäten entsprechend setzen. Als nächstes, wenn ihr unterwegs seid, wollt ihr natürlich halt auch irgendwie Geld bekommen. Und ich habe immer wieder das Problem. Zum Glück sind wir zu zweit und wir haben 6 Kreditkarten dabei. Kostenlos Geld abheben, hier an der Stelle mal geht die Kreditkarte nicht, dann geht die Kreditkarte nicht, dann brauchst du für die Kreditkarte einen PIN. Habt genug Geld dabei, habt genug Kreditkarten dabei und achtet darauf, dass ihr überall Geld kostenlos abheben könnt. Und last but not least, zu dem Punkt, das aller wichtigste ist, eine Auslandskrankenversicherung abschließen und da bitte nicht die günstigste, einfach um Geld zu sparen, sondern achtet wirklich darauf, was ist inbegriffen und welche Sachen sind abgesichert, ne? Sind Canyoning, Whitewater Raften, Skydiving, also Sachen, die so ein bisschen abenteuerlicher sind, abgesichert. Ihr werdet sehen, es gibt bei den unterschiedlichen Versicherungen verschiedene oder unterschiedliche Absicherungen und das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr euch das vorher wirklich durchlest und nicht nur einfach überfliegt. Und da kann ich wirklich nur sagen, schaut mal bei der SBK vorbei, bei der Auslandsberatung, da seid ihr gut beraten. Kommen wir zur zweiten Frage. In welcher Situation war ich besonders froh, eine Auslandskrankenversicherung zu haben? Und wahrscheinlich wisst ihr es, Leute, die schon lange hier mit dabei sind und den Blog natürlich auch lesen und mein Buch gelesen haben, die wissen, was mir passiert ist 2008. Am 6. Dezember 2008, da wurde ich von einem Auto angefahren in Sydney. Es war alles andere als schön, es hat überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Ich war lange, lange im Krankenhaus, ich habe hier noch ganz viele Narben am Körper und ich war im Rollstuhl, ich musste Reha und es hat so mein ganzes Leben, meinen ganzen Lebensplan damals so ein bisschen durcheinander gebracht. Im Nachhinein
zum Guten. Ich bin dadurch Reiseblogger geworden und ich bin dadurch irgendwie, wollte ich der Welt dann zeigen, dass die Welt dort trotzdem toll ist, auch wenn so eine Scheiße passiert und dass die Welt man sich unbedingt ansehen sollte, weil wir haben halt eben nur dieses eine Leben und es kann sofort vorbei sein. Aber ich war echt froh, dass ich eine Krankenversicherung hatte. Die hat sich nämlich ganz schnell ratzfatz, ich lag noch im Krankenhaus, da haben die angerufen aus Deutschland, ob alles in Ordnung ist, wie schaut's aus mit dem Rückflug, sollen sie sich drum kümmern, dass ich mir keine Sorgen machen muss um die ganzen Rechnungen, weil ich hatte wirklich, ich hatte einen Haufen Rechnungen im Krankenhaus, also neben meinem Krankenbett, die jeden Tag immer höher wurden. Also ich weiß gar nicht, wie teuer diese OPs und alles waren, aber das waren mehrere 10.000 Euro und entsprechend war ich sehr, sehr froh, dass ich eine gute Versicherung hatte, die sich darum gekümmert hat. Dritte Frage, worauf sollte man insbesondere als Abenteurer achten, wenn man unterwegs ist? Da gibt es ein paar Dinge, die ich sagen würde, die relevant sind für euch. Und das ist, kennt euch ein bisschen mit Erste Hilfe aus. Als nächstes würde ich Freunde und Familie Bescheid geben, wo ihr plant, lang zu reisen. Auch wenn ihr so ohne Plan, ne, so ey, ich schau mal, wen ich treffe und dann gehe ich mit. Dann seht zu, dass ihr halt, heutzutage über WhatsApp ist das so viel einfacher als früher. Ne? Vor ungefähr 10 Jahren, da musste man halt noch irgendwie anrufen oder SMS und die sind alle nicht durchgegangen. Heute durch WhatsApp weißt du, dass die Person das gelesen hat und so weiter. Also sagt euren Freunden, Familien Bescheid, wo es hingeht. Das ist wirklich wichtig. Und es gibt so GPS-Geräte, ganz kleine Dinger, so Notfalldinger mit SOS-Tracker. Da könnt ihr mit Knopfdruck immer euren Familien Bescheid geben, wo ihr seid. Da schickt dann automatisch per Satellit eine E-Mail an eine vordefinierte Liste an Freunden und Bekannten. Und dann wissen die immer, wo ihr seid. Ja, und habe ich auch schon erwähnt, also wenn ihr unterwegs seid auf euren Abenteuern, dann achtet wirklich darauf, dass eure Krankenversicherung das auch alles übernimmt. Also wenn ihr zum Beispiel wandern seid, in den Dolomiten zum Beispiel, oder in den Anden in Südamerika oder in den Rocky Mountains in Kanada und euch passiert irgendwas und es muss ein Hubschrauber kommen, besonders in Kanada, kann das sehr, 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 sehr teuer werden. Und dann möchtet ihr unbedingt, dass die Krankenversicherung das auch übernimmt. So die Bergrettung und so. Und das sind mehrere Nullen an dieser Rechnung dran. Also achtet darauf, dass wenn ihr diesen Vergleich macht, wirklich darauf achtet, dass alles mit inbegriffen ist. Weil ihr wollt nicht zu Hause sitzen und sagen, ja, ich reise jetzt mal um die Welt und ich schaue mir ein paar Dinge an und das wird alles easy. Und dann trefft ihr in Banff ein paar richtig coole Leute, die sagen, ey, wir müssen unbedingt auf diesen Berg, das wird so, so unglaublich geil, du kommst mit. Und dann sagst du, ja, ja, klar, ey, es ist mittlerweile schon irgendwie 7 Monate her, dass du losgereist bist, du hast vergessen, dass du diese extremen Abenteuer gar nicht in deiner Versicherung mit drin hast und gehst einfach los und es passiert halt irgendwas. Also ich hoffe nicht, dass das passiert, aber es kann passieren, ne? Und dann bist du da und es passiert irgendwas und dann sitzt du da in Kanada und USA. Das sind 2 der teuersten Versicherungsländer überhaupt. Dadurch wird die Versicherung sowieso immer teurer, wenn du in diese 2 Länder reist. Und dann hast du halt einfach echt ein scheiß Problem. Und achte einfach darauf, dass diese Länder erstens inbegriffen sind, falls du dahin möchtest. Dass solche Extremabenteuer halt in deiner Versicherung mit inbegriffen sind. Also, das war's für den Moment, das war für dieses Video. Wenn ihr jetzt in der Situation seid, dass ihr irgendwie eine Versicherung braucht für euer Sabbatical, eure Weltreise, euer Work and Travel in Australien oder sonst wo und noch keine Versicherung habt und ihr euch nicht sicher seid, was ihr braucht, dann geht auf jeden Fall mal bei der SBK, bei der Siemens Betriebskrankenkasse vorbei. Ich habe euch den Link unter dieses Video gepackt und dann könnt ihr euch dort bei der Auslandsberatung beraten lassen, damit ihr wirklich das beste Produkt habt, was euch im Fall der Fälle versichert. Da spielen viele Komponenten eine Rolle und deswegen ist es wichtig, dass man Profis an seiner Seite hat. Also schaut dort auf jeden Fall mal vorbei. Und das war's für heute hier aus Schottland. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz tollen Tag. Und denkt dran, die Welt ist ein sehr, sehr sicherer Ort. Eine Versicherung sollte man trotzdem haben. Und die meisten Unfälle, die passieren im Haushalt. Weshalb es so wichtig ist, dass ihr rausgeht und jeden Tag zu eurem Abenteuer macht.